Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Ich packe heute meinen Koffer für Deutschland. Was glaubt ihr denn, was ich hier alles reinpacken werde? Ich muss es erstmal so ein bisschen hertun. Also ganz wichtig, ägyptische Baumwolle. Hier, Wolle. Da habe ich bestimmt 10 Kilo. Ne? Ist in Deutschland sehr teuer und da ich jemand habe in Deutschland, der sehr gerne strickt und so weiter, habe ich hier 10 Kilo. Ne? Einmal die 100%ige und einmal die 85%ige. Also alles rein. Das sind meine Geschenke für Deutschland, ne? Und auch Bestellungen. Zweimal Orly, mehr bin ich nicht bereit mitzubringen, weil das nicht gesund ist. Die Leute wollen es mal ausprobieren. Yalla. Hier, da habt ihr, guck mal. Einer hat sich so einen Topf gewünscht zum Kochen, ne? Das ist ein Tontopf, den tut man, also das wird oft in Tunesien auch gemacht. Ne? Das wird auf der Glut gebraten, also auf der Glut, oben wird mit Papier zugemacht und da drin, das ist ein Fleischtopf, ne? Ja, muss auch mit. Oh, müssen wir auch mal gucken, wo wir das hin tun. Also, nächstes für meinen Neffen, meinen lieben kleinen süßen Neffen. Schaut mal, habe ich gekauft. Achso, ich sag nochmal die Preise dazu. Hier, dieser Topf war nur 40 Pfund, 2 Euro. Ne? Könnt ihr mal sehen. Und ein Kilo Baumwolle kostet hier, warte mal, jetzt muss ich nochmal überlegen. Ein Kilo Baumwolle war, glaube ich, bei 60 Pfund. Nee, um die 80 Pfund plus minus. Also auch 4 Euro. Ne? So, jetzt seht ihr mal diese schöne Jacke. Die war bei 5... Darf ich ja gar nicht sagen für meinen Neffen, ne? Egal, schaut mal, ist die nicht cool, ne? Jalla, die muss mit. Dann habe ich noch eine andere Jacke für ihn. Hier, kleines Geschenkchen. Muss man ja immer die Tickets, die Dinger dran lassen. Okay, Leute, jetzt werdet ihr lachen. Ich habe, sage und schreibe, was ist das? Molochea. Ich habe mir 4 Kilo Molochea, das ist jetzt gerade mal 2 Kilo. Also könnt ihr vorstellen, nee, sogar ein Kilo habe ich extra. 5 Kilo Molochea, das reicht 1-2 Jahre. Hat sich auch jemand gewünscht. Ach, 24 Pfund, 1 Kilo Molochea. Dann habe ich hier noch hier diese Crispy Chicken, halt, das war meins. Ah, nicht spicy. Das Grüne ist für mich, das ist heiß, sage ich schon, scharf. Paniermehl für Hähnchen oder für Schnitzel muss auch mit. Was haben wir noch? Das ist meins, ohne Schaf. Halt, das gebe ich nicht her. Yalla, weiter geht's. Ich sehe euch schon lachen, dass ich mit der Molochea hier rumlaufe. Ah, Pfeffer. Könnt ihr euch vorstellen, Pfeffer ist in Deutschland teuer. Hier billig. Dann nehme ich 1,5 Kilo Pfeffer mit. Meersalz auch. Das haben wir nur noch nicht gekauft, müssen wir noch kaufen. Was war denn Pfeffer? War Pfeffer nicht 7 Euro? 7 Euro das Kilo? So ungefähr. Ich weiß jetzt nicht mehr, ganz ehrlich. Na, Pfeffer. Dann habe ich für eine ganz liebe Dame, die mir schon oft geholfen hat, für ihre Hühner, Habet el Baraka, ne? Schwarzkümmelöl, ne? Gekauft. Eins, ah ne, darf ich auch noch, das ist ein Geschenk, darf ich nicht verraten, den Preis. So. Dann hier nochmal, Cobra, wer kennt das? Ne? Cobraöl für die Haare, sehr wichtig für die Frauen. Das werde ich nicht mitnehmen, das ist Samna. Darf man nicht, habe ich gehört, habe ich ganz vergessen. Also wird nicht mit reingetan. Dann natürlich, wer kennt das? Mango, Jelly, ne? Für Wackelpudding, Mango, Erdbeere, hier Schokoladeneis. Fertiggerichte halt, ne? Und wieder Erdbeere. Yalla. Was haben wir noch? Ah ja, die liebe Lux-Seife, ne? Ha! Muss man ja hier auch, in Deutschland hat sie gesagt, gibt es diese Seifen nicht. Und die lieben den Geruch. Muss mit. Einen Fulltopf in Deutschland. Einer Ägypter wünscht sich einen Fulltopf. Ach, da habe ich nochmal Pfeffer, seht ihr? So, kriegt die Dame Fulltopf und Pfeffer. Was haben wir da drin? Ach, Sachlab. Kennt ihr das? Das ist Wintergetränk. Da habe ich Sachlab. Nein, das ist die Zimtmischung, dass man sich einen Zimttee macht. Oh, riecht lecker. Lecker, lecker, lecker.
Ah, getrocknete Bamia, 1 Kilo. Bamia, Okraschoten, getrocknet. Leute, lecker. Oh, was haben wir noch, was haben wir noch? Ah, die typischen, hier, Romafen. Das ist eine Knochensalbe, wenn du Knochenschmerzen hast. Natürlich, Shea-Butter, ägyptisch. Wieder Seifen, Lux. Was haben wir da? Die Rose von Jericho, muss man ja auch mitbringen als Geschenk, ne? Was haben wir hier gekauft? Habe ich schon wieder alles vergessen. Ah, Egyptian Ointment with Black Seed. Das ist, für was war das nochmal? Ach je, ich habe es für gut befunden. War das jetzt für den Rücken oder war das, ah ja, für die Muskulatur zum Einreiben, ne? Hier mit Lilie und was weiß ich. Medizinische Creme. Wieder Vanilleeis. Da haben wir zum Einnehmen Schwarzkümmelöl und mit Honig, schwarzen Honig gemischt. Sehr lecker. Asal. Sahlab, das Wintergetränk. Können Sie machen. Und dann noch ein paar Teesorten. Zimttee. Ach, der ist sehr beliebt bei den Ägyptern in Deutschland. Der Yellow Tea, ne? Hier, der Lipton. Granulattee. Gibt es, glaube ich, gar nicht da, ne? Wenn es den gibt, schreibt es mir in die Kommentare. Was habe ich noch? Anis-Tee und natürlich grüner Tee. Ah, war es das schon? Ah, nee, ich habe noch was. Warte mal. Und hier natürlich Baumwolle. Ägyptische Baumwolle. Habe ich schon gesagt. Baumwolle. Hergestellt in Ägypten, Baumwolle. Super geil, Baumwolle. Bevor ich es vergesse, das ist ägyptische Baumwolle, damit kann man toll stricken. Und hier, ägyptische Baumwolle, da kann man sich, die kann man auch einfärben, ne? Und einen Pulli stricken. Ne? Jetzt wird es langweilig. Baumwolle und Baumwolle, das war's. Na, bevor ich's vergesse, ich habe Baumwolle gekauft. So, und das hier ist für eine Dame, die serviert ihrem Mann gerne Tee, ne? Egyptian-like, ein ägyptisches Tablett. Muss man ganz klar sagen, 20 Pfund, 1 Euro das tolle Tablett. Schaut euch mal an, das ist doch mega. Na? Und dazu passen, dass sie nicht nur Tee servieren kann, sondern auch essen, gibt es noch hier die Soneya. Und die war wirklich super günstig, 50 Pfund. Und es reicht für 2 Teller. Schon verkratzt? Sorry, Bori, so ist das hier, wenn man transportiert. Kein Problem. In Ägypten verkratzt, nicht im Koffer. Also wie gesagt, das muss ich noch im Koffer irgendwie tun. Das war's schon. Das ist mein, was nehme ich an Geschenken mit nach Ägypten, nach Deutschland. Ne? Mehr ist es nicht, aber ich kaufe noch 2 Kilo Salz, weil 1 Kilo oder vielleicht auch 5 Kilo, schauen wir mal, ich habe ja genug Platz. Es sind 3 Koffer, die ich mitnehmen kann, also 60 Kilo. Und der Koffer hat jetzt vielleicht 20 Kilo und nicht mal, und das wird dann so verteilt. Und mehr Salz ist immer toll, meine Familie will das haben, solche nehme ich, bringe ich gerne mit. 1 Kilo, keine Ahnung, 1 oder 2 Pfund, das ist ja nicht der Rede wert, ne? Kann ich gern 10 Kilo Meersalz, dann kann meine Mama im Meersalz baden, ne? Und wie sich im Roten Meer fühlen. Jalla, was nehmt ihr denn so mit? Was ist denn ein absolutes Muss für euch von Ägypten nach Deutschland? Natürlich Fenistil, Ibuprofen, die ganze Medizin. Dieses Mal nehme ich es nicht mit, aber ihr seht, das ist das an Geschenken, was ich mitnehme. Jalla. Schenkt mir einen Daumen nach oben. Jetzt muss ich erstmal das ganze Chaos wieder beseitigen. Wir gehen bald los. Ich muss heute, was heißt bald los? Wir müssen Koffer packen. Es geht bald los in ein paar Tagen. Und dann, ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Schenkt mir einen Daumen nach oben. Bis die Tage. Masselema. Bye, bye. Bye, bye. Ei, 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 ei. Da kann ich schleppen.